Klima, wir einfach ziemlich am Arsch sind, sag ich mal. Und wir möglichst schnell was machen müssen, damit wir halt nicht ultra am Arsch sind. So. Ich denke, das ist alternativelos, oder? Man sieht die Zahlen, man hört, was die Wissenschaft sagt. Alles andere als hier zu sein, geht nicht. Klima! Unser Klima! Unsere Zukunft! Unsere Zukunft! Beste Straße! Unsere Straße! Besten fucking Planet! Unsere Planet! Yes, ihr macht das super, Leute! Grad mehr in der Antarktis als üblich. Die CO2-Emissionen steigen und mit dem Einkauf von Öl und Gas werden Kriege finanziert. Heute gehen weltweit Tausende auf die Straße und fordern die Politik auf, etwas dagegen zu tun. Wir sind hier am Klimastreik in Wien und haben mit ein paar Leuten gesprochen. Heute streiken wir zum ersten Mal dezidiert für Frieden und Klimagerechtigkeit, weil man sieht einfach mit der Entwicklung der letzten Wochen, dass wir hier in Europa den Ukraine-Krieg mitfinanziert haben. Wir haben gesagt, manchmal werden wir für Gerechtigkeit aufstehen und das tun wir heute. Und manchmal setzen wir uns für Gerechtigkeit vor einem Bagger und in eine Grube und das werden wir auch weiterhin tun. Weil ich mir denke, man muss die Jugendlichen und Kinder unterstützen und natürlich auch die Erwachsenen. Wir wollen ja auch noch ein bisschen auf einer guten Erde leben. Ich bin heute hier, weil ich mich für systematische Veränderung einsetze, weil es jetzt Zeit wird, dass wir die Debatte von der individuellen Ebene auf die systematische, strukturelle Ebene heben und mal wirklich Veränderungen erreichen. Was stellst du dir darunter vor? Ja, wir müssen so schnell wie möglich jetzt einfach die Energiewende einleiten und vor allem voranbringen, dass wir wirklich große Veränderungen erreichen und nicht nur ab und an hier und da mal ein paar CO2-Einsparungen schaffen. Wir haben immer noch in Österreich 2/3 der gesamten Energie, die wir verbrauchen, aus Erdöl, Erdgas und Kohle. Und seit Jahrzehnten versäumt hier die Politik die notwendigen Veränderungen. Und darum sind wir heute hier und darum sind wir heute laut, weil es geht um die Zukunft. Ich wünsche mir mehr Einsatz. Und ich wünsche mir, dass wirklich mal was umgesetzt wird, was auch immer angepriesen wird. Und dass wirklich die Klimapolitik an erster Stelle steht. Die Wissenschaft sagt das ja quasi schon seit Jahrzehnten. Trotzdem tut sich in der Politik wenig. Wie erklärst du dir das? Ich glaube, viel hat mit Ignoranz zu tun und mit Gier. Und ich glaube, dass das Geld immer an erster Stelle steht und das ist jetzt echt an der Zeit, dass das geändert wird. Ja, ich denke, es ist nach wie vor einfach eine zu große Abhängigkeit von Lobbygruppen, eine zu große Abhängigkeit vom russischen Gas. Und es wird Zeit, dass wir das ändern. Mit welchem Gefühl blicken Sie denn in die Zukunft? Ja, mit gemischten, aber ich bin ein Optimist und ich hoffe doch, dass die Menschheit klug genug ist und rechtzeitig auf die Bremse steigt. Ja, also jetzt gerade auf der Demo, muss ich sagen, bin ich relativ motiviert, aber ansonsten, ja. Die Sichtbarkeit könnte größer sein, sagen wir mal so, weil es ist einfach eine Krise, die betrifft uns alle. Sie betrifft uns nicht alle gleich stark, aber sie betrifft uns alle. Ja, viel Unsicherheit, aber es ist trotzdem noch viel Hoffnung da. Ich bin sehr optimistisch, sag ich mal. Mein Bruder ist eher pessimistisch. Wir unterhalten uns halt viel über das Thema, weil es sieht schon ziemlich schlecht aus. Wenn es einem bewusst ist, dann ist es schon irgendwie so ein bisschen dystopisch und echt hart so und weiß nicht, deshalb so ein bisschen Optimismus bei mir, sag ich mal, aber es wird schon sehr wenig gemacht dafür, dass es halt echt eine Riesenkrise ist. Ich würde gerne sagen, optimistisch. Das jüngste Interview von unserem Kanzler Nehammer hat mich heute mal wieder sehr traurig gemacht. Für die Zukunft, wenn ich das alles hier sehe, Hoffnung. Vor allem Schülerinnen und Schüler, die da sind und auch ältere Menschen, die für ihre Enkel hier protestieren. Das gibt mir Hoffnung und das Gefühl versuche ich mit nach Hause zu nehmen.